Ja, hi, hallo und herzlich willkommen heute für die Vergesslichen. Ja, immer wenn man so ein Take im Kasten hat, dann denkt man sich, ja, endlich geschafft und so, läuft ans Werkzeugregal und dann sieht man, Mist, ich habe doch noch was vergessen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und deswegen von den letzten 20 Videos, weil ich nicht nochmal von vorne anfangen kann, weil so viele Anfragen mittlerweile da sind, wo ich mich auch riesig drüber freue. Das, was ich vergessen habe zu sagen oder zu zeigen. Und das ist also ein Forgettable oder ein Unforgettable. Das dürft ihr für euch entscheiden. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am besten beim Agent Orange, na, bei Fast Orange. Wir haben es gehabt über die Männerpflege, Pflegemittel. Da haben wir die grüne Tante gehabt. Da haben wir das PA88 gehabt, das man vorbeugend, präventiv quasi auftragen kann. Wir haben die Working Hands gehabt von O'Keeffe's oder wie auch immer die heißen. Wir haben die Handwerkerbürste gehabt. Wir haben die Seifenfarbe gehabt. Wir haben das Palistrol gehabt. Aber wir haben nicht das Fast Orange gehabt. Ich habe euch zwar gesagt, dass, und da habe ich aber eigentlich an was anderes gedacht, diese Geschichte mit den Sägespänen. Dass es das gibt, das kenne ich aus meiner Ausbildung, das hat immer super funktioniert. Und dann war, ja, ich möchte sagen, fast mein größter Fan, der Uwe, hat mir wieder einen Tipp gegeben, der meint es echt gut mit mir. Uwe ist eigentlich ein Groupie, ja, der war ja auch schon mit hier herunten und hat auch schon den einen oder anderen Take mit eingespielt. Und der hat mir den Tipp gegeben, guck dir das mal an. Und dann habe ich mir das bestellt, das ist jetzt kommen, das ist Agalone, denke ich mal, 3,785 Liter. Und da sind Sägespäne drin. Und da ist auch noch so ein Orangenwirkstoff, Extrakt oder was auch immer drin. Das ist von Permatex. Es war, glaube ich, so mit so italienischen Farben verpackt. Also ich weiß gar nicht, wie das von wo nach wohin geht. Können wir vielleicht mal gucken. Da steht oben in Deutsch, keine Lösungsmittel auf Mineralölbasis. Sehr gut, biologisch abbaubar, noch besser. Entfernt Flecken. Ja, sehr geil. Anwendung, Hinweis zur Handreinigung, Handreiniger ohne Wasser mit Händen verreiben. Das ist neu, normal machen wir mal Wasser drauf, bis der Schmutz sich abgelöst hat. Danach abwischen oder mit Wasser abspülen. Mindesthaltbarkeit hat es auch bis 2020. Also, da muss ich aber ganz schön Gas geben. 10, 22, ne? Ich denke, das wird auch länger halten, ordentlich durchschütteln. Da ist so ein Pumpkopf dabei. Ja, also gut, das ziehen wir mal rein. Ich will das jetzt gleich mal sehen. Ah, funktioniert ja gut. Aufschrauben und gucken. Ja, okay. Komisch. Oh Mann, das ist der Vorführeffekt. Also ich pumpe hier mal ein bisschen. Dann habe ich Pflegemittel weitere. Und zwar Balistol. Das kann ja nicht sein. Jetzt kommt's. Ja, das ist Sägemehl oder das gibt es auch so einen bestimmten Namen, habe ich wieder vergessen, Lumen, irgendwas. Schreibe ich euch unten in die Kommentare rein. Riecht hervorragend nach Orange. Und da stand ja oben, kann man abwischen, also tun wir es abwischen. Und dann bin ich für den Take gewappnet. Er hat mir extra frisch gemacht für euch. Hier, das Handmodel. Und weiter im Kurs. Und dann ist natürlich, wenn man das zumachen will, muss man einmal nach unten pumpen. Und dann wieder drehen. Ach du Scheiße. Kacke, kacke, kacke. Das schaut aus. Jetzt haben wir es. So, haben wir das Agent, den Fast Orange auch für dich. Agent Orange ist natürlich was nicht so tolles. Das war das Zeug, was sie im Vietnamkrieg da im Dschungel abgeschmissen haben, damit die Blätter, damit der Urwald kaputt geht. Aber das andere Thema. Wir sind ja positiv drauf. Wir sind vielleicht nicht ganz sauber, auch wenn die Hände sauber sind. Aber das war mir ein großes Anliegen, dass ich das nur präsentiere, weil das was Wichtiges ist, dass man sich schützt, einmal vor dem Öl und vor allem auch, wenn ihr mit Ölen unterwegs seid, braucht ihr immer Handschuhe. Das ist auch was ganz Wichtiges, weil das Öl zieht natürlich auch über die Haut dann ein. Und ja, das sollte man tunlichst vermeiden. Das ist sehr giftig. Ich weiß zum Beispiel, die Hydrauliköle der Luftfahrt, die sind ganz heftig. Oder so Hochleistungsöle allgemein, nicht nur in der Luftfahrt, sondern auch im Maschinenbau allgemein. So, also heute mal mit den Mechanics. Schauen wir mal, wie lang, dass wir damit klarkommen.
Okay, was habe ich noch vergessen? Bei den Sägen, natürlich die Kreissägen hier von Bosch. Haben mir auch riesig gefreut, weil da hatte ich immer nur eine oder so komische Blecherne, wo man in so einen komischen Einsatz macht. Da hat man Lochbohr, dann hat man fast die Krätze bekommen. Die hier sind schön stabil. Der einzige, der funktioniert hat über die Jahre, das war der hier. Und sieht man sofort, gleiche Stärke, ähnliche Verzahnung. Weiß nicht, wie viele DBIs die haben. Und man kann halt da alle auswechseln. Also das auch ganz tolle Entdeckung. Bauform 420 mal wieder. Genauso wie der Barco-Winkel. Den habe ich noch nicht gezeigt. Mit einer Wasserwaage. Den kann man auch hier schön einstellen. Ist eine Anreißnadel mit unten drin. Das kann man sogar, hat man genügend Gefühl mit diesen Mechaniker-Handschuhen, dass man das hier rausbekommt. Also das ist natürlich auch ein tolles Tool. Das soll mein Werkzeugkoffer reinkommen. Da habe ich mir überlegt, ich mache mit euch mal, ich packe meinen Koffer und meinen Werkzeugkoffer und nehme mit mein Lieblingswerkzeug. Ja, Wasserwaage haben wir schon gehabt. Da haben wir die kleine Stabila gehabt, neulich bei Black and Yellow. Da gibt es von Solano diese kleine, das nehmen oft Camper mit, um ihren Wohnwagen auszurichten. Man kann auch Steckdose und so weiter damit ins Wasser bringen. Finde ich auch tolle Tools. Nicht nur, dass die in Rot-Orange sind, sondern die haben auch wirklich einen Nutzen. Dann habe ich gemacht die 03er 30er. Da habe ich natürlich den hier vergessen. Da haben wir es schon mal gehabt über die Energieketten, auch bei Black und Yellow. Auch toller Kapselheber. Und zu dem habe ich nichts gesagt. Der ist oldschool. Der ist von meinem Dad. Mit dem hat er bestimmt auch schon einige Biers aufgemacht. Also der hat schon ein paar Räusche überlebt. Und schaut toll aus. Und dann ein Pflegemittel. Haben wir gehabt Ballistol für einen Mann. Und für die Werkzeuge halt auch dieses Universalöl, wo man schön Werkzeugpflege begehen kann. Da möchte ich noch mehr machen. Dann habe ich natürlich ein WD-40. Das hier. Und ein ordentliches Klebeband, und zwar so ein Panzertape oder so von Tesa. Das ist der Freund eines jeden Mechanikers, damit kann man alles lösen. Da gibt es auch so eine Tafel, wenn es nicht fest ist. Muss es fest sein, muss es nicht fest sein. Muss es nicht fest sein, gut, muss es fest sein. Klebeband, wenn was nicht fest ist, muss es fest sein. Nein, dann WD-40. Aufpassen, WD-40 ist ein Griechöl, das ist kein Schmieröl. Mit dem WD-40 kriegt man Sachen gelöst, wenn man das an was hinmacht, wo Fett oben sein sollte, kriegt es unter das Fett und der Schmiereffekt ist weg. Das wissen die wenigsten, also ist eigentlich nicht zum Abschmieren geeignet. Dafür gibt es Fette, zum Beispiel hier Liqui-Moly Mehrzweckfett, und dazu brauchen wir auch eine Fettpresse, wenn wir schon dabei sind. Da habe ich aber nur kleine, und zwar schaut die so aus, die ist auch ganz schnuffig. Ja, da macht man da hinten das Fett rein. Oh, das ist aber ein langes Gewinde. Und dann hat man da vorne zwei verschiedene Aufsätze. Und dann kann man Schmiernippel abpressen, zum Beispiel am Bulldog oder an den großen Maschinen. Ja, habe ich auch noch nicht viel drüber gesagt, gehört auch dazu. Okay, dann haben wir gehabt, ja, Küchenwerkzeuge. Und da habe ich euch meine Pfeffermühlen vergessen und habe nicht gesagt, und da ist jetzt auch das rosa Himalaya-Salz, nicht das rote drin, und das sind eigentlich ganz coole. Seht ihr, da drückt man drauf und schon rieselt das Salz oder halt der Pfeffer oder was man da halt auch immer reinmacht. Geile Nummer. Und natürlich hat man in der Küche auch diese magnetischen Halter, wo man zum Beispiel hier Scotch Bonnet, also Bonnet ist eine ganz scharfe Chili. So scharf wie der Teufel persönlich. Und in jede Küche gehört natürlich auch noch ein Feuerzeug. Ich habe hier ein Werbegeschenk von Sapi. Sapi ist hier aus der Region. Die machen Sandstrahlkabinen. Da fällt mir ein, da gibt es zwei Sachen dazu zu sagen. Sandstrahl-Spezial. Da hat mir mein Arbeitskollege, der Wolfi, gesagt, dass da was machen könnte mit mir, wenn ich seinen Namen nicht nenne oder ich nicht sage, wo er herkommt. Ah, das ist nicht Wolfi, das ist Dimitri. Ja? Dimitri hat gesagt, machen wir mal einen über Sandstrahlen. Der hat eine Kabine. Das Problem ist, so eine Kabine muss man mit dem Baukompressor betreiben und der muss natürlich geprüft sein und das ist nicht immer so leicht. Ja, so habe ich zu viel verraten. Okay, also wir machen dann natürlich das Sandstrahl-Spezial mit den Profis
Und dann schauen wir mal, was da läuft. Dann habe ich vergessen, euch ein tolles Messwerkzeug oder einen Metermaßstab zu zeigen. Waren wir da überhaupt schon? Das ist einer, der fährt automatisch aus. Da machen wir mal ein extra noch. Und hier die blauen Werkzeuge, die habe ich mal kurz erwähnt. Und zwar einmal von HZ, dieser Bithalter. Und was ich auch noch vergessen habe, das Pendant zum Kegelsenker. Also wenn man Innenbohrung oder Bohrung mit 90 Grad bzw. mit 45 Grad Phase beaufschlagen möchte, nimmt man den hier. Der ist von Vera. Und von Seiker gibt es einen, da kann man auf Rundstäbe oder auf Gewindestangen sowas machen. Das kann man auch hier einspannen und von Hand drehen. Das hatte ich vergessen. War auch noch mit der kleinen, mit dem kleinen Backenfutter und den Trockenbautools bzw. dieser Bohrer, wo gleich der Senker dran ist. Auch diese Tipps von Bauform 24. Und hier, das ist auch noch so ein Reiberdachi, hätte ich fast schon gesagt, aber eine Feile, eine drehende für die Bohrmaschine. Die hat leider kein Sechskant hinten, aber dafür gibt es ja dann so ein Werkzeug. Und dann kann man hier von Hand reiben. Ja, schaut komisch aus. Gehört natürlich auch auf die Bohrmaschine drauf. Aber da ist man hier schnell und flexibel. Und Swiss Tools, habe ich ja schon Swiss Tools spezial gemacht. Da gibt es diese sagenhaften. So, und jetzt komme ich aber nicht mehr hin mit meinem Handschuh. Doch, muss man nämlich aufdrehen. Da sind nämlich hinten in dem Griff gleich alle Bits dabei. Toll, haben immer alles dabei. Und das habe ich zum Beispiel auch beim Tauchen mit dabei, wenn ich was brauche, am Equipment zu schrauben, habe ich immer so einen Schraubendreher dabei. Und von Swiss Tool gibt es noch was anderes. Das habe ich gesagt, es leuchtet schön. Ja, ist ein Fahrradset. Das hat hier auch zum Aushebeln vom Schlauch. Ich spare mir jetzt den Freddie Mercury Satz. Hier seitlich solche Hebler dabei. Schauen wir mal, welche Richtung die rausgehen. Ich meine doch da nach unten. Ja, also alles geht mit Handschuhen nett. Schaut natürlich jetzt ein bisschen mich schucke aus wieder. Das ist auch jetzt okay. Kann man den schön runter machen und dann kann man hier eben unter den Reifen reinfahren. Das sind die Speiche einhängen und dann kann man einen Schlauch wechseln und alle anderen Bits, die dabei sind, reingehen tut es besser. Reingehen tut es besser und dann hat man alle Bits, die am Fahrrad dran sind. Wenn man dann einen Drehmomentschlüssel hat, ist man echt gut aufgestellt. So, last but not least, meine zwei Messer, die ich vergessen habe, beziehungsweise das hier habe ich mir noch geholt, weil da habe ich euch schon gezeigt, wo ist er, mein Schlüssel, dass ich immer den Alox, heißt der auch, und nicht Aloy, mit dabei habe, falls mal die Nägel schmutzig sind. Tolles Teil. Und genauso hier von Victorinox dieses wunderschöne Messer, wo man aufmachen kann. Und ich habe noch mal ein geiles entdeckt, ich meine, das ist schweineteuer, aber ja, da spare ich jetzt noch ein bisschen und dann machen wir da vielleicht edle Handhobel Teil 2. Ich habe dann hier, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, an meinem Schlüsselbund so ein Karabiner. Und da kann ich verschiedene Schlüssel immer schnell hin und weg machen. Und dann habe ich noch, das Beste kommt zum Schluss, Skeletool von Leatherman, schön leicht mit einer schönen Sägezahnklinge und einen tollen Halter und sogar mit einem Kapselhieb da hinten. Und wahrscheinlich nochmal jetzt irgendeine Funktion, die ich im Moment nicht auf dem Schirm habe. Und dann kann man das hier runterdrücken. Oh, und schneidet sie fast den Handschuh ab. Also wie gesagt, das sind auch tolle Messer, die ich da nicht präsent gehabt habe und wo man auf jeden Fall auch erwähnen muss. Okay, jetzt sind wir wieder auf Stand. Jetzt haben wir alles. Eins habe ich fast wieder vergessen. Und zwar haben wir es über die Sägen gehabt. Ich lasse euch noch mal was durchs Bild fliegen. Wir haben ja diese Aschsägen gehabt vom Baum oder von Gardena, diese langen. Und ich habe da auch noch eine und die finde ich echt gut. Mit der habe ich auch schon einiges gesägt. Das seht ihr, die ist von Einhell mit so einer kurzen, mit so einem kurzen Schwert. Da ist ein Ölfach mit dabei. Kann man die Kette wechseln, die kann man hier hinten auch in verschiedenen Winkeln einraschen lassen. Die hat eine Teleskopstange und das Allerbeste an dem Gerät ist, passt gar nicht in die Werkstatt rein, hier hinten kommt es ins Bild geflogen, diesen Akku zu betreiben. Das heißt, man ist da voll flexibel, man macht hier den Akku rein, zack, und schon auch den Griff kann man hier verstellen, wenn man es kann. Ja.
und muss mich hier auch sicherheitshalber entriegeln, auch Schutzkleidung tragen, Schnittschutzjacken und so weiter und Helm und Augenschutz und natürlich Bedienungsanleitung lesen. Am besten besuchen wir da so einen Motorsägenkurs. Und wie gesagt, das hier ist auch ein cooles Sägetool. Das muss ich aufpassen, sonst mache ich noch alles platt. Ja, okay, also gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, sagt mir in den Kommentaren Bescheid, ob es euch gefallen hat. Jetzt habt ihr wirklich alle Pflegemittel, alle Messer, alle Kochsachen, alles, was ihr jetzt begehrt, was ich so für gut erachte oder über die Jahre gesammelt habe und was bei mir im Einsatz ist, gesehen. Ich habe nur ein paar Ideen. Das seht ihr dann in den Videos. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu, gebt mir ein Like und abonniert mich. Ich wünsche euch alles Gute, danke fürs Zuschauen und ade. Tschüss, ciao, wasche.